Ja, schönen Tag dann mal und ein frohes Osterwochenende gewünscht von meiner Seite aus. Bei mir regnet's, also so what. Ja, und aus gegebenem Anlass habe ich mir dann überlegt, machst du mal noch schnell ein Video. Und zwar geht es um dieses schöne Swirl-Bouquet, was manche Objektive erzeugen können. Ja, und wie gesagt, da aus gegebenem Anlass bin ich dann auch noch mal drauf gekommen. Ja, verdammt. Da muss ich ja echt dankbar für sein, dass ich dann so ein ganz spezielles Objektiv, was ich in meiner Sammlung habe, dann doch nochmal rausgekramt habe, obwohl es schon praktisch in der Rubrik Fototouren erledigt abgelegt war. Also ich habe hier so ein Ordnungssystem, da sind Objektive, die noch auf keiner Tour mit waren und da sind Objektive, die ich mal auf Kurztests, Kurztouren oder richtigen Fototouren mit hatte. Und auf einer Kurztour hatte ich mal ein Objektiv mit, das habe ich erstmal wieder rausgekramt und habe mir dann aufgrund dieses Anlasses überlegt, da machst du mal eine richtige Fototour nochmal mit. Ja, und zwar ging es darum, ob es sich denn lohnt, diese teuren und gehypten Swirl-Effekt-Bouquets tatsächlich, ob man sich die tatsächlich kaufen muss. Ja, wenn man die Dinger sammeln möchte, und da nehmen wir mal als Beispiel Pancola 80 mm, ja, sehr selten, sehr teuer, wird auch zu überteuerten Preisen gehandelt. Teilweise sind die Preise in dem Bereich, wo sie gerechtfertigt sind, okay. Und das ist natürlich auch ein Sammlerstück. Wer sowas sammeln möchte, kann das gerne tun. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache und ein sehr tolles Objektiv. Nur ich habe das damals wieder abgegeben, weil das bei mir an MFT diesen gehypten Swirl-Effekt, den man auch immer wieder im Internet sehen konnte, gar nicht so erzeugt hat. Und da war man dann relativ enttäuscht. Habe ich aber damals gar nicht mehr so weiter darüber nachgedacht, woran das liegen könnte. Ja, wie dem auch sei, um diesen Swirl-Effekt zu erzeugen, muss man nicht unbedingt solche Objektive kaufen, die in so einer extremen gehypten Preisklasse liegen. Und das kommt ja bei vielen Objektiven vor, dass die da gehypt und zu teuren Preisen auf den Markt geworfen werden. Nein, muss nicht sein. Es gibt genügend andere Objektive, die das auch können. Und dazu muss man jetzt nicht solche Objektive nehmen, wie zum Beispiel dieses Pentacon, wo man hingeht und die Linsen umgebaut hat, die Linse getauscht hat, umgedreht hat, um einen Swirl-Effekt zu erzeugen, der dann hier in manchen Fällen, bei dem Pentacon geht's, aber in manchen Fällen, wie zum Beispiel bei Helios und all solchen Sachen, wenn man die umbaut, da ist dieser Effekt schon derart abgedreht, dass man schon sagen muss, ja mein Gott, für was kann ich das denn überhaupt gebrauchen? Ja, das ist dann schon so vollkommen überzogen und unbrauchbar, auf Deutsch gesagt, kann man sich schenken. Ja, bei diesem Umbau, da habe ich glaube ich mal ein Video drüber gemacht, ist das vollkommen in Ordnung, kann man Porträts mitmachen und so. Ja, diese teuren Objektive kann man durch andere Objektive ersetzen. Da kommt es drauf an, und das fand ich jetzt mal wichtig, dass ich das mal raushau. Was benutzt ihr denn für ein Kameraformat? Die Bilder, die ihr meistens seht mit diesem schönen Bouquet-Effekt bei zum Beispiel einem Pancola 80 mm, sind meist mit Vollformatkameras gemacht. Aber das Problem ist, wenn man sich die Bilder mal anguckt, ich kann jetzt leider keine Beispielbilder reinsetzen wegen Copyright und all so ein Kram. Tippt einfach mal ein bei Google hier Swirl-Bouquet, Swirl-Effekt, Swirl-Bilder oder irgendwie solchen Kram. Tippt da einfach mal was ein, guckt euch die Bilder mal an. Strichmännchenmalerei. Ja, es ist nämlich zum Beispiel beim Pancola so, dass wenn man zum Beispiel ein Porträt machen will, hat hier eine Person, die lächelt sogar, trotz des Wetters, dann hat man in einem gewissen Bereich um diese Person, der teilweise auch relativ groß ist, nämlich diesen ausgeprägten Swirl-Effekt nicht. Dieser ausgeprägte Swirl-Effekt beginnt erst weiter außen, im Außenbereich. Ja? Im Prinzip ist es so, dass man sich einen Objektivfehler von damals, also dass man Fehler dieser Objektive von damals, dass man die sich jetzt teuer bezahlen lässt, weil man das als Gestaltungsmittel benutzt, wenn man es mal so eng sieht, ja? Und dieser Effekt tritt, wie gesagt, eher dann mal richtig stark im Außenbereich auf, in dem Bereich um die Person oder um das Objekt drumherum. In einem ziemlich, wie gesagt, teilweise auch ausgeprägten großen Bereich hat man diesen starken Effekt nicht. So, habe ich jetzt sowas hier in Vollformat fotografiert, habe ich zum Beispiel bei MFT, Crop Faktor 2, nur einen geringen Teil aus dem Inneren dieses Bildes, was sich auf meinem Sensor abbildet. Das heißt im Klartext, dass dieser Swirl-Effekt gar nicht auf meinem Sensor abgebildet wird. Das Objektiv, das Bild, was aus dem Objektiv auf deinen Sensor fällt,
verbrät ja praktisch an den Seiten das meiste dann, was diesen Swirl-Effekt enthält. Und du ja nur aus einem zentrierteren Teil bei MFT das Bild aufnimmst. Nur der zentriertere Teil von dieser Ausleuchtung erscheint ja dann nachher auf deinem Sensor. Und dann hast du natürlich nur diesen inneren Bereich auf deinem Sensor abgebildet. Und der äußere, extreme Swirl-Effekt-Bereich, so nenne ich es mal, fehlt dir. Das kann dir durchaus passieren. Und das war der Grund, warum ich das Ding damals abgegeben habe. War ein bisschen enttäuschend. Heutzutage wüsste man das. Und ja, jetzt bei der Sony würde ich es dann nochmal versuchen und würde an APS-C mal gucken. Aber naja, egal, ist jetzt weg. Das Ding ist, dass ich dann durch Zufall ein kleines Objektiv damals gefunden habe. Und zwar dieses. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Dieses Objektiv ist ein C-Mount-Objektiv. C-Mount, Bausch und Lomb, 25mm 1.9. Und das war in einer uralten 19mm Filmkamera montiert. Sowas wie so eine alte Super 8-Kamera, weißt du, was du in die Hand nimmst und... Ja? Nur dann in 16mm. Also laut Angaben des Vorbesitzers und soweit ich da rausfinden konnte, war die Kamera um die 70 Jahre alt, 60, 70 Jahre. Die wurde mit so einem Federwerk aufgezogen und dann konnte man damit filmen. Wurde so in Filmkassetten eingelegt und dieses Objektiv war da drauf. Dieses Objektiv macht sofort um den zentralen Punkt ein Swirlbokeh. Ich blende da jetzt mal ein Bild von mir ein. So, das war ein Bild mit diesem Bausch und Lomb. Leider habe ich nur eine Kurztour mit dem Ding damals gemacht und habe anlässlich dieser Gelegenheit das Ding wieder rausgekramt und habe mir überlegt, da machst du mal eine richtige Fototour mit. Dieses kleine Objektiv macht unglaublich schöne, scharfe Bilder. Sehr, sehr schönes Objektiv, aber leider kein Maßstab für das, wonach man suchen sollte, weil das ist extremst selten. Wenn man es bekommt, hat es meistens eine bräunliche, goldbraune, bronzefarbene Bauchbinde hier. Ich habe die hier in Rot. Und eine ganz große Besonderheit soll wohl darstellen, dass ich hier diesen Innenring im Objektiv rot habe. Also ich habe nur einen Japaner gefunden, der über dieses Objektiv mal eine Abhandlung geschrieben hat. Und da habe ich dann noch so meine kleinen, nicht Problemchen mit, das zu übersetzen, sondern ich habe mich einfach nachher nicht mehr weiter drum gekümmert. Aber dieses Ding ist so einfach nicht zu finden. Sucht mal nach 16mm Filmkameras, vielleicht ist da was dabei. Vielleicht ist auch das mit der braunen Bauchbinde oder der braun-goldfarbenen Bauchbinde auch so toll. 25mm 1.9 Bausch und Lomb C-Mount. Ja, da habe ich dann diese Tour mal gemacht und wie man auf dem Bild gesehen hat, ist sofort um das Objekt, was ich fotografiert habe, Kastanie glaube ich, ne? Sofort dieser schöne Swirl-Effekt zu sehen. Das heißt, mit ein bisschen Suchen, mit ein bisschen Glück, kann man auch Objektive finden, die an MFT sofort den gesamten Hintergrundbereich swirlen lassen, nenne ich es mal. Ja. Seid also mal ein bisschen kreativ, seid mal ein bisschen mutig, probiert mal all eure Objektive aus, die ihr schon habt und schaut auch mal ein bisschen nach Objektiven, die ein bisschen seltener sind oder die ein bisschen außergewöhnlich sind, dass man die einfach mal ausprobiert. Ich habe hier einige andere Objektive liegen, die diesen Effekt auch erzeugen. Die kamen teilweise aus relativ günstigen Kameras, machen aber hervorragende Bilder und einen schönen Bokeh-Effekt. Dasselbe Problem mit diesen gehypten Objektiven hat man leider natürlich auch zum Beispiel bei den Helios-Dingern. Ja? Diese großen Helios 40, meine ich, sind das. Was die inzwischen für Preise erzielen, ist einfach... ja, ne? Das geht schon durch die Decke langsam. Aber auch da hat man dann das Problem, dass man je nach Kameraformat aufpassen muss, habe ich dann diesen Effekt oder habe ich den nur an Vollformat unter Umständen. Darum ist mein Tipp, wenn ihr MFT fotografiert oder APS-C-System verwendet, geht hin, wenn ihr so ein Objektiv haben wollt, wegen dieses schönen Effektes. Geht hin, nehmt eure Kamera mit, schraubt das Objektiv bei dem eventuellen Verkäufer einfach mal drauf, probiert das aus, ob das bei euch so funktioniert. Es könnte nämlich, ganz besonders bei MFT, muss man ja immer wieder ein bisschen aufpassen, es könnte nämlich in die Hose gehen und dann seid ihr schwer enttäuscht. Ja, ich werde dann hiermit nochmal eine richtige Fototour machen. Mal gucken, was dann dabei rauskommt. Aber das Wichtigste, was ich da eigentlich ausdrücken wollte, war, manche Objektive, die bestimmte Effekte erzeugen,
Bokeh-Effekte, Swirl-Effekt-Bokeh und so ein Kram, können das an bestimmten Kameraformaten, je nach Abstand und ich weiß nicht was, sind ja tausend Faktoren, können die das nicht und ihr könntet enttäuscht sein. Probiert die Objektive aus, ob sich das für euch lohnt, ob ihr den gewünschten Effekt dann wirklich erzielen könnt. Ja, wie gesagt, Bausch und Lomb, kein Maßstab. Und schaut mal alle eure Objektive nach. Ich werde mal versuchen, wenn ich Zeit habe, aber das mache ich hier drinnen dann, mal gewisse Objektive rauszukramen und mal das Bokeh zu testen, welche so ein Swirl-Bokeh haben. Wäre mal eine kleine Challenge für mich, könnte ich mal machen. Mache ich aber dann hier drin, weil ich keine Lust habe, die ganzen Objektive da ständig rauszuschleppen und sowas. Das macht ja keinen Sinn. Hat mich eins gelehrt, ich werde in Zukunft mal ein bisschen mehr darauf achten, wenn ich meine Fototouren oder Objektivtests mache, werde ich mal ein bisschen mehr darauf achten, was die denn für ein Bokeh erzeugen können oder ob dann bestimmte schöne Bokeh-Arten dabei sind. Habe ich ehrlich gesagt so nie so ganz speziell drauf geachtet und auch das mit diesem Objektiv, dieses Bild ist mir einfach nur so nochmal in den Sinn gekommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich viel Spaß, weiter, schöne Feiertage und bis zum nächsten Mal und tschüss.